Hi Leute, ich bin's Albert von WindowsArea.de und hier habe ich das TrackStore SurfTab Duo W1. Das ist praktisch gesehen die zweite Generation von TrackStores Volkstablet, wie es praktisch mittlerweile jedem bekannt ist. Und heute werde ich das mal auspacken und mir einen ersten Eindruck von dem Gerät machen. Aber erstmal kommen wir zur Hardware und zwar haben wir hier einen Intel Atom X5 Prozessor, ein Full HD 10 Zoll Display, 3G und Wi-Fi und einen optionalen Stift. Also das ist ein ziemlich tolles Paket, vor allem wenn man bedenkt, dass diese Konfiguration hier 299 Euro kostet und es noch eine günstigere Konfiguration gibt, ebenfalls mit Full HD Display, aber ohne 3G. Und die kostet dann, glaube ich, 249 Euro. Und das ist ein wirklich verdammt guter Preis für dieses Gerät, beziehungsweise generell für ein Full HD Convertible. So, jetzt schaue ich mal hier auf die Rückseite, vielleicht gibt es noch ein paar Details. Jedenfalls, die Tastatur wird hier mitgeliefert, aber das werden wir uns auch gleich ein bisschen genauer ansehen, sobald wir das jetzt mal aufgemacht haben. So, hier haben wir die Verpackung. Ich glaube, die letzte Verpackung war schwarz, also ganz schwarz mit dem silbernen Trackstore-Logo. Jetzt hat man das ein bisschen verändert. So, hier haben wir ein paar Warnhinweise. Sehr geehrte Kunden, damit das Tablet SMS empfangen kann, kann man hier eben eine SD- bzw. SIM-Karte, also eben die Anleitungen dazu. Dann ist hier mal das Tablet. Ich glaube auch gleich mit der Tastatur. Und wenn ich das jetzt mal aus der Folie bekommen würde. Ah, hier geht die auf. Sehr gut. So. Und hier ist das TrackStore SurfTab W1 Duo, glaube ich. Ich habe den Namen mittlerweile auch schon fast vergessen. Aber das legen wir jetzt erstmal bisschen zur Seite und schauen uns weiter in der Verpackung um. Hier haben wir den Charger, also das Netzteil. Das ist ein USB-Netzteil erstmal. Und ein Kabel sollte dann auch noch mitgeliefert sein. Genau, das haben wir hier. Da haben wir sogar zwei Kabel. Und ich sehe schon, das zweite ist ein USB-OTG-Kabel. Aber erstmal packe ich das hier aus. So, das ist der Micro-USB-Ladeanschluss. Ich finde schade ein bisschen, dass das kein USB-Typ-C-Port ist, aber der ist ja auch wesentlich teurer und würde das ganze Paket dann ja auch preislich in die Höhe treiben. Also hat man, glaube ich, deswegen darauf verzichtet. Und hier haben wir, ich glaube, Micro HDMI und USB 2.1 Kabel bzw. OTG-Kabel. Das heißt, dass man hier einen USB 3.0 Anschluss hat direkt von diesem kleinen Port eben. Und was noch mitgeliefert wird, ist hier ein ganz schön weißes Mikrofasertuch für das Putzen des Displays. Das werde ich gleich jetzt mal auch nutzen, sobald ich hier die Folie entfernt habe. So, jetzt kriege ich die auch runter. Die ist aber ziemlich fest drauf. Boah. Kann ich das ganze Tablet an der Folie da herumtragen eigentlich? So, weg damit. Und hier ist das TrackStore SurfTab W1 Duo. Also, ich sage jetzt einfach Volkstablet. Und so sieht das Ding aus. Hier haben wir noch eine Folie. Geht jetzt auch ein bisschen leichter weg. Aber dann muss ich erstmal die Tastatur abdocken. Gibt das jetzt einfach so hoffentlich. Ja, ist magnetisch. Kann man einfach wegziehen. Kann man nichts kaputt machen. So. Hier haben wir das kleine 10 Zoll Tablet erstmal. Auf der Rückseite habe ich hier, ich glaube, ein Aluminium bzw. generell ein Metall. Fühlt sich sehr wertig an, muss man schon sagen. Ist auch ziemlich dünn, das Gerät. Und vorne haben wir natürlich das Display. Und mich überrascht, dass wir hier einen relativ kleinen Rahmen haben für das Tablet. Ja, wer Windows-Tablets kennt, der weiß, dass da oft sehr große und sehr dicke Rahmen verbaut sind. Beispielsweise beim Surface RT. Hier ist das relativ dezent gehalten, finde ich. Aber jetzt schauen wir erstmal zu den Anschlüssen. So, auf der linken Seite haben wir hier, ich glaube, den SIM-Kartenslot, steht eh unten beschriftet, Micro-SD-Kartenslot, dann hier einen USB 3.0 Anschluss, wie auch immer der umgesetzt ist, ist irgendwie ein Dual-Port aus Micro-USB und ich bilde mir ein, dass es Micro-HDMI ist, aber ist es nicht. Dann haben wir einen zweiten USB 2.0 Port, wahrscheinlich zum Laden. Hier den HDMI-Anschluss und darüber die 3,5 mm Kopfhörerbuchse. Auf der Unterseite natürlich der magnetische Port zum Anschließen an die Tastatur. Und auf der rechten Seite haben wir die Lautsprecher und oben die Lautstärkewippen.
So eben die Buttons und den On-Off-Button. Und ich muss sagen, die fühlen sich wirklich, wirklich gut an. Also sehr gutes Feedback. Man hört sie vielleicht auch in der Kamera. Hört sich wirklich gut an. Nicht zu laut, aber auch schwer in Ordnung. Und wieso das Ding jetzt hier beschlägt, ist, weil das gerade eben geliefert worden ist und ich natürlich nicht abwarten kann, bis das Gerät warm geworden ist sozusagen. Und jetzt stecke ich das mal hier an die Tastatur an. Geht ganz einfach. So. Und das kippt gar nicht nach hinten, das überrascht mich. Also die meisten Ultrabooks, die meisten Convertibles, die eben 2-in-1 Geräte sind, die kippen sehr gerne hier nach hinten, sobald man einen gewissen Winkel überschreitet. Natürlich passiert das hier auch, aber nicht so schnell wie beispielsweise beim HP Pavilion X2. Da hat mich das ziemlich gestört, muss ich sagen, dass das Gerät so schnell nach hinten kippt. Was ich noch vergessen habe, die Tastatur. Wir haben hier ebenfalls noch was, nämlich einen USB, einen Full-Size-USB-Port und auf der anderen Seite ebenfalls einen zweiten USB-Port. Also da kann man dann zum Beispiel einen Drucker, Maus, was auch immer anschließen, also jede Hardware, wenn man möchte. Und das ist eigentlich ziemlich praktisch. So, Trackstore hat das freundlicherweise schon für mich eingerichtet. Jetzt muss ich eigentlich nur noch meinen Microsoft-Account hinzufügen. So, aber bevor ich das jetzt mache, wie ist jetzt insgesamt mein erster Eindruck von dem Gerät? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin sehr, sehr positiv überrascht von dem Ding. Also ich hätte mir weniger erwartet. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir etwas erwartet in die Richtung Acer Aspire Switch 10e, wer das kennt. Das ist Acers Tablet, das ich auch mal zum Review hatte mit dieser dicken Plastikrückseite. Ich hatte da ganz ein billiges Gerät erwartet. Wirklich nicht so hochwertiges, wie wir es hier haben. Und vor allem nicht zu dem Preis. Also ganz ehrlich, 249 Euro für das Ding ist ein phänomenaler Preis. Es fühlt sich einfach wirklich wertig an, wenn man das auspackt. Da glaubt man, da hat man ein 500-Euro-Tablet in der Hand. Also selten sowas Gutes in der Hand gehabt. Vor allem zu dem Preis nicht. Also das ist wirklich, da hat man ganze Arbeit geleistet. Touchpad ist ebenfalls ganz gut. Also jetzt ohne irgendwelche Einstellungen vorgenommen zu haben, ist das relativ schnell. Ich muss jetzt nicht, wie beispielsweise bei anderen Geräten, jetzt immer wieder so über das Touchpad ziehen, damit ich in eine andere Ecke komme. Also das geht eigentlich ziemlich flott. Von der Tastatur her, ja, ist natürlich ganz klein, muss man sich natürlich auch vorstellen, dass es ein 10 Zoll Gerät ist. Aber Feedback ist gut, fühlt sich relativ hochwertig an. Jetzt muss ich mal schauen, wie das ist, wenn ich dann damit schreibe. Also als Weihnachtsgeschenk ist das sicher eine sehr gute Option. Ich bin wirklich sehr begeistert von dem Gerät, jetzt vom ersten Eindruck her, fühlt sich deutlich wertiger an, als der Preis eben suggeriert. Metallgehäuse, diese wirklich schönen Seiten, also eine wirklich sehr solide Verarbeitung. Die Buttons fühlen sich hochwertig an, aber es gibt wirklich nichts zu meckern an dem Gerät. Und ich muss sagen, wenn man das jetzt mit anderen Geräten vergleicht aus dieser Kategorie, also 10 Zoll Convertible, da fällt mir ein, da gibt es das Asus Transformerbook T100HA. Das hat denselben Prozessor, ein schwächeres Display und kostet auch, glaube ich, 90 Euro mehr, Minimum. Dann gibt es noch HPs Pavilion X2, hat ebenfalls denselben Prozessor, ein HD-Display und ist, glaube ich, auch 50 Euro teurer. Aber sobald dann die Aktion dann hier vorbei ist, wird das ebenfalls bei 299 Euro sein, soweit ich weiß. Da gibt es natürlich auch das Acer Aspire Switch 10e. Das war in meinem Test ehrlich gesagt sehr enttäuschend, also das Ding... das Ding war wirklich sehr schwach, die Haptik war wesentlich schlechter als das hier und wenn man sich das so ansieht, dann also im Vergleich mit anderen Geräten, dann glaubt man, dass das hier eben wesentlich teurer ist. Also ich finde, ein sehr gutes Gerät, mein erster Eindruck ist wirklich sehr, sehr positiv und ich hoffe tatsächlich, dass das eben im Laufe des Tests auch so bleiben wird und dann steht tatsächlich nichts mehr im Weg, dass man das Gerät als wirklich sehr, sehr gutes Weihnachtsgeschenk empfiehlt und es ist wirklich dann für jeden etwas, der ein günstiges, kleines 10 Zoll Notebook bzw. Convertible sucht. Das war es auch schon von mir und vom Trackstore Surftab W1 Duo bzw. einfach Volkstablet. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!